Moin. Jeder von euch kennt es. Zumindest denke ich mal, dass es jeder von euch kennt. Und einige hat es auch schon selber getroffen. Ja. Und ich finde das persönlich überhaupt nicht witzig. Und das ist wieder so eine Sache, wo man so einen Blutdruck kriegt. Ja, was meinten der Sie überhaupt? Ja, ich meine das. Richtig. Hasskommentare, Beleidigung und all so ein Kram. Und hat eine gute Idee. Schreibt die irgendwo bei Facebook oder irgendwo anders. Schreibt die hin. Und es kommen immer wieder irgendwelche, ja, wie soll man es sagen, hellen Leuchten auf der Kerze, die einem dann irgendwie da beleidigen oder scheiß Idee. Scheiße da schreiben. Ja, und der Meinung sind, sie sind denn die Helden im Internet. Freunde der Sonne, wenn ihr wirklich der Meinung seid, ihr seid cool dadurch oder sowas, oder ihr seid echt, ihr seid geil oder keine Ahnung, dann möchte ich euch mal eins sagen. Ihr habt einen an der Marbel! Ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun, ihr Dussel! Kann aber nicht angehen, ihr Lappen! Ah, jetzt werde ich auch noch beleidigend hier. Naja, aber was soll ich dazu sagen? Anders kann man sich ja zum Teil gar nicht wehren. Auch der Sivi kriegt ab und zu solche Kommentare. Ich stehe da zwar drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt auch Leute, die sich nicht nur angegriffen fühlen oder auch da drüber stehen, sondern es gibt auch Leute, die es psychisch ganz schön mitnimmt. Tja. Habt ihr euch da mal drüber Gedanken gemacht? Dass das krank macht zum Teil? Ja. Und es ist ja schon so weit gekommen in Amerika oder sowas, dass sogar ein junges Mädchen deswegen Selbstmord begangen hat, weil sie halt eben über soziale Netzwerke gemobbt worden ist und so. Freunde der Sonne, wenn ihr mit dem sozialen Netzwerk nicht klarkommt, dann lasst die Finger davon. So, und geht irgendwo spielen, irgendwo im Sandkasten oder irgendwas. Ich glaube, das ist besser. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst Alarm machen, ja, dann schreit einen Baum an oder eine Hauswand. Weil die hört euch vielleicht ein bisschen besser zu, wie die Leute, die wirklich Grips in der Birne haben und das überlesen. Ja, mal ein bisschen weiterdenken als von der Stirn bis zur Nasenspitze. Versucht das mal. Ist gar nicht so schwer, du! Ja. Versucht es.